Herr Niemeyer, Sie sind zurück. Das war eine Extrem-Fahrradtour bis nach Istanbul. Wie fühlen sich Ihre Beine aktuell an? Die sind ein bisschen schwer. Aber ansonsten machen Sie einen sehr fitten Eindruck im Moment. Ja, ich fühle mich auch fit. Also das ging von zum Schluss immer besser. Was war denn der schönste Moment auf dieser langen Tour? Das war die Bucht von Kotor. Wo ist die genau und was zeichnet die aus? Die ist in Montenegro. Und es ist, ist eine Straße direkt am Wasser und eine wunderschöne Bucht. Und kann man gut fahren. Als Sie in Istanbul angekommen sind, was war das für ein Gefühl? Boah, ich bin am Ziel oder schade, es ist schon vorbei? Das Erste. Das war. Man war stolz, dass man das erreicht hat. Würden Sie sagen, ja, ich wiederhole diese Tour oder ich mache ein anderes Ziel, aber so eine Extremtour mache ich auf jeden Fall nochmal? Ich würde nicht nochmal so eine lange Tour machen, weil das ist nachher also viel Routine nachher dabei. Und deswegen würde ich da nicht mehr ganz so lange Strecken wählen. Hand aufs Herz, haben Sie sich mal mit Ihrem Bruder auf der Tour so richtig angezickt? Na klar. Und um was ging es da? Das weiß ich nicht mehr. Aber wir sind einen halben Tag nicht mehr zusammengefahren. Hat jeder seinen eigenen Weg gefahren. Und jetzt noch eine Frage an die Familie. Haben Sie Ihren Mann, Ihren Papa zu Hause vermisst? Ja. Und wie groß war die Freude, als er jetzt wieder hier aufgetaucht ist? Groß, riesengroß. Und jetzt gibt es eine Party. Jetzt gibt es eine Party. Ja, jetzt gibt es eine Party. Jawohl. Und jetzt hören wir aus dem Hintergrund nochmal die Fans, nochmal einen donnernden Applaus. Hey!